Zu Gast heute Rolf Elgeti Obotritia. Wenn ich aus der Ist-Situation heraus keine Probleme habe, dann muss ich das Wachstum nicht erzwingen, weil die nächste Krise wird immer am Höhepunkt des vorherigen Zyklus gesät. Nämlich je mehr man zu hohen Preisen zukauft und sich dafür vielleicht auch noch mehr verschuldet, desto schwieriger wird es sein, wenn der Wind nochmal von vorne kommt. Und da ist also meine persönliche Meinung, ist, dass das absolute Kapitaldisziplin unheimlich wichtig ist. Also ich glaube, niemand darf sich wundern, wenn es auch wieder Rückschläge gibt auf diesen Niveaus. Aber klar ist auch, dass das, was jetzt passiert, dass das möglicherweise sozusagen der finale Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, im Sinne von, dass die Jahrzehnte der Stimuli jetzt tatsächlich dann am Ende vielleicht doch zur Inflation führen, was wiederum natürlich für die realen Assets von Vorteil wäre. Das ist der Immobilieros-Podcast von W&R Immocom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Rolf Elgeti ist einer der brillantesten Köpfe der Branche, 10 Jahre Aktienanalyst in London, mit 32 Vorstand der TAG und immer noch Aufsichtsratsvorsitzender, Vorstand der Deutschen Konsum und Deutschen Industrie Ried, eigene Bankgesellschaft, 50 Beteiligungen an Startups, die Liste ließe sich fortführen. Im Podcast vollziehen wir einen wirklich großartigen Ritt durch den Wohnungsmarkt, die Themen Fachmärkte und Light Industrial bis zum Aktienmarkt und PropTechs, seinen Stand beim Manager-Magazin Vermögensranking und unvermeidlich zu Hansa Rostock. Jede Minute ist hörenswert und voller Stoff für Praktiker. Eigentlich müssten wir für diesen Podcast Gebühren nehmen. Also viel Spaß mit Rolf Elgeti. Herr Gitti, 10 Jahre Analyst, dann mit 32 sind Sie Vorstand bei der TAG geworden. Vorher waren Sie schon im Aufsichtsrat. Sie sagen, Sie sind Seiteneinsteiger, also im Prinzip sozusagen über die Excel-Tabelle zur Immobilie gekommen. Aber wie bekommt man dann einen Job als extrem junger Vorstandsvorsitzender bei der TAG in einem schon ehrwürdigen Immobilienunternehmen? Wie läuft sowas? Das war am Ende purer Zufall. Ich war im Aufsichtsrat auf Wunsch einiger größerer Aktionäre und das war ja die Jahre 2008, 2009, da ging es der Immobilienbranche, vorsichtig formuliert, nicht so wirklich gut. Und auch die Zukunftsaussichten waren da alles andere als rosarot. Und da wurden auch im Aufsichtsrat dann entsprechend auch Restrukturierungs-, Sanierungs-, Rettungspläne diskutiert. Ich habe mir da erlaubt, mich da auch mit einzubringen mit Vorschlägen und Ideen. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo das so unausgesprochen im Raum stand, so nach dem Motto, gute Idee, aber Rolf, warum machst du es nicht? Und dann erschien es irgendwie unhöflich, da Nein zu sagen. Und so bin ich da quasi an diese Position gekommen, die von Anfang an als Interimsposition gedacht war, auch wenn ich das Amt dann am Ende 5,5 Jahre ausgeübt habe, was so nicht geplant war. Aber auch das hat einen großen Spaß gemacht. Ja. Wissen Sie noch, wie der Kurs war, als Sie eingestiegen sind? Ja. Ich glaube, da war 1,80 Euro. Ja. 1,80 Euro. Und wie hoch war, als Sie ausgestiegen sind? 9 und ein paar zerquetschte. Ja. Okay, gut. Was war Ihre Strategie dort? Wie kriegt man das hin? Was haben Sie anders gemacht als Vonovia? Wie haben Sie die TAG hochgezogen? Gut, die Vonovia gab es damals in dem Maße ja noch nicht. Da gab es nur die Vorgängergesellschaft, die Deutsche Enning, die aber auch noch nicht börsennotiert war zu dem Zeitpunkt natürlich. Was habe ich gemacht? Also im Prinzip waren das von Anfang an 2 Arbeitsstränge. Das eine war sozusagen die Immobilienseite das war die Zeit, wo in Deutschland sehr viel, ich sag mal in Anführungszeichen, gebastelt wurde. Also es wurde gehandelt, gebaut, entwickelt, aber es wurde sehr wenig auf den Cashflow geachtet allgemein. Das habe ich gemeinsam mit dem Team eben bei der TAG geändert, dass wir eben tatsächlich auf die Mietrenditen schauen und Immobilien kaufen, die Cashflows liefern und die Immobilien, die wir im Bestand haben, Cashflow optimieren. Also das war so die Immobilienseite der Strategie, also völlig trivial im Nachhinein, aber auch, man kann auch sagen, auch damals ex ante war es auch ziemlich trivial. Auf der anderen Seite, Cashflow sind immer eine gute Sache, wenn man versucht, nicht pleite zu gehen. Also das ist die Regel da durchaus Bestand. Und
Auf der anderen Seite war das eben sozusagen die Unternehmensseite. Das Unternehmen war für den Bestand viel zu groß aufgebauscht von den administrativen Prozessen und Kosten her. Und im Prinzip war das eine wundervolle Arbeit, weil sehr einfach war, weil eben so viele Schrauben sozusagen waren, an denen man leicht drehen konnte, um sie zu verbessern, von irgendwelchen Beschaffungsthematiken über die Finanzierungskosten, über die Dienstwagen, über das IT-System. Also wirklich, egal wo man angefasst hat, fiel einem eine reife Frucht in die Hand. Also das war eine sehr dankbare Zeit. Und sozusagen das beides gemeinsam und die hat dann eben den Erfolg aufgebracht. Und man muss auch sehen, man kann ja sozusagen die Stückkosten auf zwei Arten reduzieren. Entweder man reduziert die Kosten oder man erhöht die Anzahl der Stücke, also in dem Fall der Wohnung. Und wir haben eben mit dem Team bei der TRG beides gleichzeitig gemacht, was am Ende sozusagen natürlich die Erfolgschancen dramatisch vergrößert hat und auch die Rentabilität natürlich im Prinzip quasi exponentiell nach oben hat schießen lassen, weil wir eben die Kosten gesenkt haben und gleichzeitig Wohnungen dazugekauft haben, ohne dafür natürlich neue administrative Kosten aufzubauen. Und das bedeutet am Ende, dass die Verwaltungskosten je Einheit, die wirklich unfassbare Ausmaße natürlich rein mathematisch hatten zu Anfang, auf erst vernünftige Niveaus gedrückt wurden und im Laufe der Jahre durch sehr, sehr harte Arbeit mit dem gesamten Managementteam sozusagen dann auch auf Niveaus gedrückt wurden, die heute marktführend sind. Nicht alleinig marktführend, aber auch trotzdem eben auch. Aber was sind unfassbare Ausmaße und was ist marktführend? Naja, wir reden 2009 redeten wir von mehreren tausend Euro sozusagen Verwaltungskosten pro Wohnung durchgerechnet. Das ist fast die gesamte Mieteinnahme. Das ist klar, da brauche ich keine komplizierte Excel-Tabelle mehr, um festzustellen, dass es nicht funktioniert. Und heute reden wir von zweistelligen Beträgen, was weniger als die Hälfte des marktüblichen Satzes ist. Also heute ist die TRG wirklich von der Effizienz und der Effektivität und die Effektivität wiederum führt zu einer steigenden Effizienz logischerweise. Absolut, ich will nicht sagen, dass alles ausgereizt ist, aber das ist verdammt weit vorne angekommen und kann sich eben von der operativen Seite her sehr, sehr gut sehen lassen. Das beantwortet vielleicht meine zweite Frage oder die nächste, aber ich stelle sie trotzdem, wenn man sich das Portfolio anguckt, der TRG, dann ist doch ABBA-Strategie hin oder her doch relativ viel da noch in, ich sag mal, den ostdeutschen Provinzen zum Beispiel verortet. Ja, ich sag mal, also was wie Gera oder irgendwo weiter in Thüringen. Und wenn man sich dort die Kollegen der organisierten Wohnungswirtschaft anhört, dann sagen die, oh Hilfe, zweite Leerstandswelle kommt, zweite Sanierungswelle kommt. Ist das nicht mittlerweile eher eine Risikostrategie, die Sie da fahren mit der TRG? Nein, das glaube ich nicht. Also die Märkte in Deutschland haben ja fast alle ihre langfristige Berechtigung. Und die Kunst in der Bewirtschaftung liegt dann eben darin, für den jeweiligen Standort die sinnvollste Strategie zu entwickeln. Erstens gedanklich und zweitens sie dann auch umzusetzen. Und die Freiheit und die Flexibilität, sie umzusetzen, muss man dann eben auch haben. Und am Ende gibt es ja nicht den guten und den schlechten Standort, sondern es gibt für jeden Standort die richtige Strategie. Und an manchen Standorten heißt das eben, ich muss in Wachstum investieren. Und an anderen Standorten muss ich eben gegen das Absinken investieren. Aber beides kann zu positiven Renditen führen, wenn ich das eben richtig mache. Und ich muss eben mit den richtigen Produkten in den jeweiligen Märkten ansetzen. Und gerade in den strukturell schwierigen Märkten kann ich mich natürlich viel leichter auch vom Wettbewerb differenzieren, wenn ich eben die richtigen Produkte anbiete. Was ist die Zauberformel im schrumpfenden Gebieten? Naja, ich muss die richtigen Marktsegmente abgreifen. Also so ein Klassiker wäre jetzt ein Beispiel. In vielen dieser Märkte haben wir zu viele Dreizimmerwohnungen. Das heißt, triviale Lösung, ich lege zwei zusammen und verschiebe eine Wand, mache also aus zwei Dreizimmerwohnungen eine Vier- und eine Zweizimmerwohnung. Und schon habe ich ein ganz anderes Marktsegment und kann andere Nachfragen abgreifen. Das geht in der Platte tatsächlich, oder? Das geht in der Platte, das geht am Ende überall. Es ist nur eine Frage, wie man es macht und was es kostet und ob es sich dann eben rechnet. Aber wenn die Alternative ist, dass die Wohnung leer steht, dann rechnet sich so einiges. Das Gleiche gilt für altersgerechten Wohnraum zum Beispiel. Auch der ist ja strukturell zu wenig vorhanden. Und gerade wenn wir von sozusagen strukturellen Leerständen reden und der zweiten Nachfragewelle, wie Sie es nennen, die, an die ich nicht glaube im Übrigen, aber selbst wenn sie gäbe,
Die bedeutet ja auch, dass wir erstmal sozusagen eine Bugwelle haben an Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum. Und auch den muss ich eben hinstellen, und zwar sinnvoll. Für 30.000 Euro je Wohnung kann das jeder. Aber eben die intelligenten Zwischenlösungen zu finden, wie ich das eben ein bisschen verbessern kann, auch für 1.500 und für 2.500 Euro die Wohnung, um da eben sozusagen das bisschen Nachfrage, was da ist, abzugreifen, damit es die Konkurrenz nicht bekommt, zu einem sinnvollen Verhältnis von Miete zu Investitionen. Das ist die Zauberformel. Für 1.500 kriegen Sie das hin? Nee, natürlich kann ich für 1.500 nicht eine nicht altersgerechte Wohnung komplett altersgerecht machen, aber ich kann gewisse Veränderungen einbauen, die vielleicht sozusagen diejenigen, die erste Schwelle haben, in dem Fall vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes, sozusagen beseitigen, um vielleicht den Mieter entweder zu halten, der sonst umziehen müsste, oder einen neuen zu gewinnen, der vielleicht nicht bis zur Rollstuhlphase darin wohnen kann, aber eben so gewisse Veränderungen, Verbesserungen dann eben auch wertschätzt. Mhm. Und da zählt ja jeder Monat, den ich das verlängern kann. Ja. Okay, also die Wachstumsstory, haben Sie gesagt, ne, speist sich auch aus Zukäufen. Jetzt haben Sie, glaube ich, in Sachsen-Anhalt nochmal 220 Wohneinheiten gekauft unlängst, aber die wachsen ja nicht mehr auf Bäumen, die Wohnung. Wie geht die Wachstumsstory der THG weiter? Geht es jetzt, ich habe gelesen, Polen ist jetzt sozusagen der Polenfeldzug der THG. Ja, also die Polen ist sicherlich eine Antwort auf die strategische Frage. Die andere Antwort ist, und das ist eine gute Antwort im Übrigen, ne? Der polnische Markt ist sehr attraktiv, gerade auch in dem Segment, und die THG ist dafür sehr gut aufgestellt, das zu nutzen. Die andere Antwort ist, ist ja auch kein Problem, wenn man mal ein paar Jahre nicht wächst. Also das Wachstum an sich ist ja nicht immer ein strategischer Imperativ. Also er war es für die THG sehr lange, als wir so klein waren, aber heute ist die THG ja nicht mehr zu klein. Sie ist jenseits, weit jenseits des Punktes, wo wir von kritischer Masse reden würden. Das heißt, ob wir jetzt 2.000 Wohnungen mehr oder weniger haben, hat jetzt keinen Einfluss auf die Beurteilung der strategischen Lage der THG und vor allem auf die Kostensituation. Wenn ich wachsen muss, um Skaleneffekte zu haben, dann bin ich darauf angewiesen zu wachsen, und dann muss ich auch unbedingt wachsen, das ist gar keine Frage. Aber den Punkt hat die THG längst erreicht. Insofern, ob man jetzt Wohnungen findet zum Kauf oder nicht, ist am Ende nicht schlimm. Schön ist es zu wachsen, das ist ceteris paribus immer so, aber es ist jetzt kein Beinbruch. Und da sage ich auch, da bin ich jetzt der alte, grauhaarige Mann im Aufsichtsrat, der sagt, ist überhaupt nicht schlimm, wenn man mal ein, zwei Jahre nicht wachsen. Man muss auch mal die Ruhe bewahren können und sich nicht nervös machen zu lassen. Das ist auch eine wichtige Qualität im Zweifel, weil der Markt bewegt sich am Ende auch in Zyklen. Und wenn ich aus der Ist-Situation heraus keine Probleme habe, dann muss ich das Wachstum nicht erzwingen, weil die nächste Krise wird immer am Höhepunkt des vorherigen Zyklus gesät. Nämlich je mehr man zu hohen Preisen zukauft und sich dafür vielleicht auch noch mehr verschuldet, desto schwieriger wird es sein, wenn der Wind nochmal von vorne kommt. Und da ist also meine persönliche Meinung, ist, dass das absolute Kapitaldisziplin unheimlich wichtig ist. Aber vielleicht nochmal zu Polen. Wir sehen ja, wie ich finde, auf eine sehr drastische Weise in den letzten Zeitläufen, wie anfällig Wohnungsmärkte zum Beispiel für politische Regulierung sind. Ja. Und wenn man jetzt nach Polen guckt, halten Sie das für ein beherrschbares Risiko, in einem anderen EU-Land Bestände aufzubauen, die dort auch Regulatoriken unterworfen werden können, oder ist das vernachlässigbar? Also Sie haben recht, dass das Risiko ist da. Der Zyniker würde sagen, viel schlimmer als in Deutschland kann es ja nicht kommen. Obwohl, mit solchen Aussagen wollen wir immer vorsichtig sein. Es kann immer schlimmer kommen. Und wahrscheinlich wird es auch schlimmer kommen bei uns. Aber Sie haben völlig recht, das Risiko ist da. Auf der anderen Seite ist Polen ja nicht nur, was die Immobilienwirtschaft angeht, ja ein sehr, in meinen Augen, ein sehr, sehr vernünftiger, liberaler Markt. Vergleichsweise für ein europäisches Land, sagen wir mal so, und auch fundamental sehr attraktiv. Wir sind da aktuell mit dem Neubau zur Miete, das ein sich neu entwickelnder Markt. Da bin ich regulatorisch zumindest im Moment in einer komfortablen Situation. Das mag sich ändern, da haben Sie völlig recht, aber diese Risiken muss man in der Kalkulation einpreisen. Ich bin der Überzeugung, dass das im Moment
ein sehr verkraftbares Risiko ist, weil eben die Renditeprämien doch da auch sehr anständig sind. Habe ich das richtig verstanden? Neubau zur Miete, also wäre es nicht auch eine Option für die TAG, ich sag mal sowas wie, also wie die ADO oder die Vonovia, jetzt in die Projektentwicklung einzusteigen? Oder der Herr Gröner ist jetzt wieder demnächst am Markt, kann man wieder eine Projektentwicklung kaufen? Ist das eine Option? Also Neubau zur Miete heißt ja Projektentwicklung. Mhm. Also das heißt nur, dass wir die Projekte am Ende nicht verkaufen, sondern behalten, um von dem Mietcashflow zu leben. Also auch für Deutschland jetzt? Für Deutschland halte ich das für ausgeschlossen. Diese Strategie. Mhm. Also grosso modo ausgeschlossen, weil die Preise, die erzielt werden in diesem Markt, die begeistern mich zumindest nicht. Also aus Sinne des Investors. Also das kann man sicherlich machen, wenn die Alternative ist, die 30-jährige Bundesanleihe zu kaufen, dann ist das vielleicht attraktiv, diese Projekte zu kaufen. Aber wenn der Anspruch etwas höher ist, dann halte ich das für eine sehr schwierige Kiste. Also da habe ich also größte Bedenken, das zumindest in großem Stil in Deutschland zu machen, und würde das also für mich persönlich jetzt mal als nicht zu allzu positiv werden. Hm. Letzte Woche ist die Deutsche Wohnen in den DAX aufgestiegen. Fühlt sich das nicht ein bisschen mit Wehmut? Sie hätten die mit der Fusion mit der LEG, ja, wären Sie die Nummer 2 geworden. Was ist da schiefgegangen? Also ich weiß gar nicht, ob wir die Nummer 2 geworden wären. Ich glaube, wir wären auch kombiniert Nummer 3 geblieben, oder die LEG wäre Nummer 3 geblieben. Und persönlich bin ich der Meinung, ob man jetzt Nummer 3 oder Nummer 4, Nummer 5 ist, ist am Ende egal, weil es schafft keine strategische Optionalität. Und eine Medaille. Ja, davon kann man sich auch nichts kaufen. Also am Ende, ich möchte mich jetzt nicht als Autisten bezeichnen, aber am Ende, glaube ich, sollte man sich davon nicht allzu stark beeinflussen lassen, sondern einfach sagen, wir machen das, was wir für sinnvoll erachten für unsere Stakeholder. Für mich persönlich mit sehr großem Schwerpunkt auf die Shareholder dabei, innerhalb der Stakeholder. Und da müssen Dinge Sinn machen. Und wenn Dinge Sinn machen, dann sind wir für alles bereit und für alles offen. Und wenn das nicht so ist, dann entsprechend nicht. Also das ist relativ einfach. Und der Rest ergibt sich. Und ob man da im DAX, MDAX oder im gar keinem DAX ist, ist dann am Ende auch egal. Aber woran ist es gescheitert, die ganze Geschichte? Also die TRG hat sich dazu nicht geäußert, und das sollte ich jetzt das auch dabei belassen. Ah, schade. Gut, okay. Also, aber vielleicht ein Schwenk zur deutschen Konsum. Heißt es Konsum oder Konsum? Das hängt davon ab, ob Sie aus dem Westen oder aus dem Osten kommen. Ich sage deutsche Konsum, also komme ich hier. Gut. Seit 2014, jetzt mal so ungefähr, fahren Sie ja ein ähnliches Prinzip mit der deutschen Konsum. Sie gehen in, sagen wir mal, außerhalb der großen A- und B-Zentren, Sie gehen in die C, D, E, F, G und vielleicht auch, Y-Zentren. Wie sind Sie auf das Marktsegment gekommen? Also das Marktsegment der Fachmarktzentren und der Nachversorger, das treibt mich schon seit vielen Jahren um. Das ist auch gar nicht so sehr, das sieht so aus, als wenn wir ein Lagespielchen spielen, aber das tun wir eigentlich nicht, sondern wir sind nur sehr so breit unterwegs, und die Fachmarktzentren sind eben auch in Kleinstädten, weil die Leute, Überraschung, auch in Kleinstädten Lebensmittel brauchen. Und insofern ergibt sich da ganz automatisch, dass es aussieht wie A, B, C, D, E-Lagen. Ich frage mich, ist sozusagen die 1A-Lage in einer kleinen Stadt, ist das ein C-Produkt, wenn es eben so nachhaltig ist? Und ich glaube eben nicht, aber das ist so ein bisschen, ist das so Teil der Arbitrage, die wir durchführen, dass wir eben die Sachen sehr fundamental analysieren und auch sehr, sehr bottom-up analysieren. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, welcher Mieter hat welches Konzept, welche Mikrolage, wie nachhaltig ist das, wie genau sieht die lokale Konkurrenz aus. Übrigens Faustregel, je schlechter die Lage natürlich, desto schlechter die Konkurrenz, was oft sozusagen das Risiko, ironischerweise risikoärmer, das Investment risikoärmer macht. Am Ende ist aber das Spiel, was wir spielen, ein anderes, nämlich wir akzeptieren Mietvertragsverlängerungsrisiko. Das heißt, wir kaufen unsere Immobilien oft mit Mietverträgen zwischen 5 und 6 Jahren. Mhm. Das gilt in Deutschland oft als
also lächerlich riskant. Sie haben 5,9 Jahre im Durchschnitt. Ne? 5,9 ist jetzt der Bestand, das schwankt immer so zwischen 5 und 6,5, je nachdem, wo wir gerade was verlängern. Und das ist so eine Nische, die die großen institutionellen Anleger nicht wertschätzen, oft auch nicht wollen, nicht dürfen, aufgrund von Fondsstatuten und so weiter. Und auch der Privatanleger, der vielleicht zu Recht scheut sich davor, sozusagen ein Objekt zu kaufen, wo er weiß, dass er in 3 Jahren mit Aldi verhandeln muss. Das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Und wenn man auch nur einen einzigen Aldi hat, ist das auch eine ganz andere Gefechtslage, als wenn man davon 120 hat. Aber ist es nicht wirklich ein bisschen risky, wenn man mal in die größeren Städte sieht? Ja, selbst in 1A-Lagen wird den Schwenk zu Umsatzmieten. Ja, und wenn das irgendwie in 2-3 Jahren die Nachverhandlung gibt, das ist dann eine echt offene Gefechtslage, oder? Nee. Also das ist nicht so. Wir reden hier von dem Segment des Nahrungsmitteleinzelhandels und Drogerien und so weiter, da gibt es keine Umsatzmieten. Also wird es auch nicht geben. Wir haben bei uns in der Gruppe, zumindest nach meinem Wissen, nicht eine einzige Umsatzmiete. Das wird nicht ankommen im Lebensmittelhandel. Sehe ich auch nicht. Man muss dabei auch bedenken, dass wir reden ja nicht von Shoppingcentern, wo die großen H&Ms dieser Welt jenseits von 15, 25 Euro zahlen und so weiter, sondern wir reden auch nicht von den Fußgängerzonen, von dem Apple Store und so weiter, sondern wir reden von Fachmarktzentren. Unsere Durchschnittsmiete ist ein bisschen über 6 Euro. Und zu 6 Euro können Sie das Produkt auch nicht herstellen. Also wenn Sie das neu bauen würden, brauchen Sie auch für ein Fachmarktzentrum eher in der Größenordnung so 10 bis 14 Euro, je nachdem, was Sie machen. Je nach Grundstückskosten und so weiter und so weiter. Das heißt, hier ist auch ökonomisch kein Verhandlungsspielraum. Also da wo wir jetzt sind, ist unten von der Miete. Du kannst ja nur nach oben gehen. Das ist ja. Aber das ist das Geniale an der Konzeption. Ja. Ja, ich habe mal geguckt, wo so Standorte sind. Da ist mir sowas wie Klein-Welka wird außerhalb, ich sag mal, des Ostens keiner kennen. Klein-Welka ist bekannt für einen Saurierpark und Wolfsrudel und ansonsten an der polnischen Grenze. Und mein Gott, da gehen die Leute halt nur noch weg, ja. Und das ist, da haben sie aber keine Schmerzen offensichtlich. Naja, diesen speziellen Markt haben wir eingekauft zum 5-fachen der Jahresmiete. Die Konkurrenz im Umkreis von 20 Kilometern ist extrem überschaubar. Das heißt, die Wette ist, wird es hier in 5 Jahren noch irgendjemand geben, der irgendein Nahrungsmittel braucht? Meine Vermutung ist ja. Und dann hat sich das Investment schon gerechnet. Sie haben jetzt die Halbjahreszahlen vorgestellt. Vielleicht können Sie noch mal an den für Sie wichtigsten Kennziffern darstellen, wie das Ertragsmodell aussieht und welche Gelder Sie verdienen und wie das Ganze läuft. Ja, also die Zahlen sind ja im Prinzip relativ leicht erklärt. Also wir kaufen die Immobilien ein, so zwischen 9% und 10% der Anfangsrendite, also dem 10- bis 11-fachen der Jahresmiete. Dann haben wir unsere Kosten da drauf. Das heißt, wir kommen so auf so 7-8% Netto-Anfangsverzinsung. Wir leihen uns aktuell das Geld ein bisschen über 1% mit einem Ziel Verschuldungsgrad von 50%. Wir sind aktuell unter 50%. Aber wenn Sie das mal so idealisiert durchrechnen, dann kommen Sie irgendwo so auf Größenordnungen. Die sind so zwischen 13% und 15% Cash-Eigenkapitalverzinsung. So, das Ganze ist in einem REIT, das heißt, es ist steuerfrei. Das heißt, wenn die Mieten nicht wachsen, wenn uns sonst auch nichts irgendwie gelingt, verdienen wir so um und bei 15% Nachsteuer-Eigenkapitalverzinsung, was bei so einem Risiko sehr überschaubar ist. Und wir stellen auch sehr auf die Cashflows ab, auf den FFO, auf die Dividende und so weiter. Jetzt haben wir aber Mietwachstum, im Moment etwa 1,4%. Das ist nicht die Welt, aber für Einzelhandelsimmobilien sind die meisten Investoren erstaunt, dass es überhaupt Wachstum gibt, weil die erste Klasse ja sehr, ich sag mal, mit sehr großen Vorbehalten noch betrachtet wird. Vielleicht grundsätzlich auch zu Recht, aber eben nicht in dem Segment der Nahversorger. Und das bisschen Wachstum dazu führt eben sehr schnell dazu, dass wir auch in Richtung 20% plus Eigenkapitalverzinsung kommen. Und das, wie gesagt, eben mit sehr soliden Mietern wie Aldi, Edeka, Rewe und so weiter. Mit einem Produkt, was nicht zyklisch ist. Das heißt, die Leute essen und trinken, egal wie es der Wirtschaft geht. Und man hat das auch in der aktuellen Krise gesehen, dass diese erste Klasse doch am Ende doch sehr, sehr robust auch in der Krise performt. Ich meine, darf keinen überraschen, aber das war jetzt mal ein Test. Ja. Aber ich sag mal, dass die digitale Disruption in diesem Segment um die Ecke kommt und die 20% zerstört, das sehen Sie aktuell noch nicht oder doch? Oder? Nein, ich glaube nicht, dass der Nahrungsmitteleinzelhandel in Deutschland in der Fläche
durch E-Commerce disruptiv zerstört wird oder auch nur Marktanteile groß verliert. Also ich muss dazu zwei Dinge sagen. Also erstens, empirische Evidenz ist, bis heute wächst der Offline Nahrungsmitteleinzelhandel in Deutschland Jahr für Jahr. Er wächst auch dieses Jahr. Das heißt, das bisschen, was sich im Online abspielt, hat bisher noch nichts beeinflusst, was irgendwie marktbewegend wäre. Das ist einfach die Fakten. Das ist in anderen Ländern anders. Das ist in Deutschland eben, haben wir noch nicht mal Kratzer gesehen. Mhm. Und der zweite Teil der Frage ist, wird sich das ändern? Ich glaube, vielleicht in den Innenstädten der großen Städten, in dem Premium-Produkt, also immer für das Klientel, was zu wenig Zeit, aber zu viel Geld hat. Da gibt es ja eine ganze Menge in Deutschland, zugegebenermaßen. Auch da sind die Versuche ja bisher davon wenig Erfolg gekrönt. Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir Deutschen zahlen nicht gerne für Dienstleistungen. Wahrscheinlich, weil wir selber auch ungerne Dienstleistungen erbringen. Und ich weiß nicht, welches davon das andere bedingt, aber es ist, glaube ich, auf jeden Fall bedingt sich das gegenseitig anscheinend. Und das führt dazu, dass man kann meines Erachtens, wenn man jetzt über E-Commerce in Nahrungsmitteleinzelhandel reindrängt, kann man das nur über den Preis gewinnen. Man kann das nicht über Servicequalitäten gewinnen, wie das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Und da ist einfach der Punkt, die Margen in dem Segment sind so eng, und die deutschen Nahrungsmitteleinzelhändler sind wirklich Weltklasse-Unternehmen. Wenn Sie sich mal anschauen, mit welcher Effizienz also unsere Mieter agieren, da kann man nur den Hut vorziehen, welche eine logistische Meisterleistung da bereits dahinter steckt und welche Effizienzen an jeder einzelnen Stelle der Wertschöpfungskette. Das muss ich auch erstmal toppen können. Meine These ist, dass das kann man gar nicht toppen. Okay. Weil die im Bestand einfach, die sind einfach zu gut. Da ist auch kein Fett, was ich irgendwie rausschneiden kann. Das ist, wie das auch in anderen Ländern der Fall ist. Ich meine, die Lebensmitteleinzelhandelsmargen im Ausland sind viel größer. Ich meine, jeder, der mal im Ausland gelebt hat oder da auch mal einen Supermarkt betritt, da braucht man keine Analysen zu betreiben. Es ist völlig klar, dass die Margen höher sind, die Preise viel höher sind. Und die Evidenz ist eben, in Europa reden wir eher von 5-6% Margen. Die deutschen Discounter schaffen nicht mal 1%. Wobei, nicht schaffen klingt so negativ. Ich persönlich finde es eher bewundernswert, dass sie trotz einer so geringen Marge diese unfassbaren Gewinne erzielen. Und das zeigt eben, wie sattelfest der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist, verglichen mit seinen europäischen Peers. Ich meine, deswegen expandieren die ja auch dahin mit großem Erfolg. Und deswegen glaube ich nicht, dass hier ausreichend Fleisch am Knochen ist, um die zu disruptieren. Also der Kapitalmarkt gutiert das ja offensichtlich. Sie haben eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Wer geht da rein? Wer kauft sich ein? Das ist querbeet. Wir haben institutionelle Anleger aus vielen, vielen Ländern inzwischen. Wir haben Immobilienaktienspezialisten, aber auch Generalisten, Small-Cap-Spezialisten, Pensionsfonds. Das ist wirklich inzwischen ein sehr satisfaktionsfähiges Aktionariat, was wir da haben. Ja. Und wie viel Prozent halten Sie jetzt über die Obotritia noch? Wir sind knapp unter 30%. Knapp unter 30%. Aber so ein bisschen, ich habe mal ein bisschen rumgesucht und geguckt, ist das ja auch trotzdem noch ein bisschen wie ein Familienunternehmen. Ich glaube, die Verwaltung der Immobilien machen die Elgeti Brothers, richtig? Ein Teil der Immobilien wird von der Firma meines Bruders verwaltet. Genau. Und das FM macht die Verwaltung Nordostgesellschaft, ist auch ihr Bruder. Genau. Das heißt, sie spannen die Wertschöpfungskette möglichst von weit vorn bis weit hinten sozusagen. Also klares Nein, das würde ich am liebsten sofort beenden. Also das ist sozusagen die Tatsache, dass da assoziierte Firmen das Management machen, ist ja nichts Positives für die Aktie, sondern es ist ja ein Interessenskonflikt, mit dem wir transparent umgehen, den wir dokumentieren, den der Aufsichtsrat genehmigt und so weiter und so weiter. Ich würde das gerne beenden, aber wir können es nicht beenden, weil das einfach zu gut und zu günstig ist, was da passiert. Mhm. Also ein so stark verstreutes Portfolio, das könnten wir nicht insourcen. Wir würden wahrscheinlich das 3- oder 4-fache der aktuellen Verwaltungskosten bezahlen dafür. Und andere externe Verwalter, die bereit wären, das zu tun, die gibt es schlicht nicht. Also es gibt viele Leute, die
mit sehr viel HGL und PowerPoint sich Verwalter und Asset Manager und Property Manager nennen, aber die wirklich in der Granularität bereit sind, in dem von Ihnen zitierten kleinen Welker da auch den Schnee zu räumen, die findet man sonst nicht zu diesem Preis. Und deswegen ist das eher, also von Wertschöpfungskette bei uns zu halten, glaube ich, kann man da nicht sprechen. Okay. Neulich witzelte ein Aktionär zu mir, ob das nicht statt mein Bruder mein Stiefbruder wäre, dass wir ihm diesen Preisen so quälen. Da hat man keinen Spaß dran in dem Geschäft. Okay. Aber nochmal zum Thema Wertschöpfungskette. Ich habe gelesen im besagten Manager-Magazin-Artikel, Sie sind auch im Bankbereich unterwegs. Es gibt eine Obotritia, Bankhaus Obotritia, das sich mit Immobilienfinanzierung beschäftigt. Sind Sie dort Gesellschafter? Ist das Ihre Bank? Und wen finanzieren Sie da, wenn ich mal so fragen darf? Ja, also das haben wir in Deutschen Konsum nicht zu tun. Das ist auch klar. Die Obotritia hat hält 100% unserer Bank, die überraschenderweise Bankhaus Obotritia heißt. Die vergibt Immobilienkredite, unter anderem auch andere Kredite, konzentriert sich aber auf das etwas so vernachlässigte Segment der Junior-Darlehen, der Nachrangdarlehen, Mezzaninfinanzierung, Projektfinanzierung etc. pp. Ja. Okay, ich habe gelesen vor ein paar Tagen, also Sie wollten ja Otto Seidler kaufen, ja, und das ist ja offensichtlich hat es nicht so richtig geklappt. Jetzt habe ich gestern noch mal einen Artikel von Carsten Block gelesen, ist der Chef und Gründer von Muddy Waters Research, der zum Wirecard-Skandal sagte, das ist ein komplettes BaFin-Versagen. Hat sie die BaFin dort geärgert? Fühlen sie sich betrogen von der BaFin beim abgewendeten, nicht zustande gekommenen Kauf der Otto Seidler Bank? Also Kritik an der BaFin würde mir fernliegen. Okay. So, müssen wir an der Stelle nicht weiterfragen. Oder was wäre der Plan gewesen mit der Otto Seidler Bank? Also der Plan wäre eigentlich sehr einfach, wäre sozusagen für den deutschen Mittelstand sowohl Investmentbanking Beratungsdienstleistungen zu erbringen, wofür es eine große Nachfrage gibt, als auch sozusagen die Bilanz einzusetzen, um das zu unterstützen, indem man eben Dinge garantiert dem Kunden gegenüber, also so wie Investmentbanking eigentlich mal war vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, dass man als Bank eben sagt, wir platzieren nicht nur die Anleihe für euch, sondern wir garantieren, dass es klappt, wir underwriten das, wir nehmen was aus eigenem Buch, wir riskieren unser eigenes Kapital, auch als Signal der Seriosität, sowohl den Investoren gegenüber als auch den Emittenten gegenüber. Das ist etwas, was ich persönlich auch aus Kundensicht sehr vermisse in der Investmentbankenlandschaft. Und ich glaube, dass das auch sehr gut angekommen wäre. Ich weiß das aufgrund des Feedbacks, was wir da erhalten haben. Aber das hat nicht funktioniert. Und jetzt muss das Modell ein anderer betreiben. Wird es einen zweiten Anlauf geben? Nein. Okay. Aber lassen Sie uns nochmal zur Immobilie wieder zurückkommen. Der Aktienbrief heißt, glaube ich, der Newsletter hat geschrieben, was er anfasst, das funktioniert. Ja, Sie haben 2017 die deutsche Industrieriet an die Börse gebracht und haben quasi seit der Listung unfassbare Kurssteigerung von 270% hingelegt. Was ist da das Geschäftsmodell? Was macht das so erfolgreich? Na, die deutsche Industrie investiert in sagen wir mal, im Jargon Light Industrial Immobilien. Das heißt, wir reden hier von Logistik, Lagerhallen, von Produktion, Gewerbeparks und so weiter. Also alles, was Aluminiumhallen, die ein bisschen schäbig aussehen, sind so mehr oder weniger. Warum ist das attraktiv? Nun, es sind eigentlich drei wesentliche Aspekte hierbei, die das sehr attraktiv machen. Zwei hängen mit dem Markt zusammen, eine mit der Art und Weise, wie wir das tun. Das eine ist, wir haben hier unserer Einschätzung nach signifikantes Mietsteigerungspotenzial. Warum? Weil die Assetklasse so lange vernachlässigt wurde, dass einfach jetzt nicht genügend Produkt am Markt ist. Das heißt, und wir haben da Istmieten, die sind in der Größenordnung 3,30 Euro. Dafür kann man das beim besten Willen nicht herstellen. Das heißt, wir haben jetzt auch eben, wenn Sie am Markt ganz viele Immobilien in Städten und Sie schauen, was wird angeboten, dann finden Sie eine Lagerhalle für 7,50 Euro oder für 5,50 Euro. Und die Lagerhalle, die wir haben, ist für 1,80 vermietet. Also das ist jetzt noch nicht mal übertrieben. Die Daten sind alle transparent, auch auf der Internetseite. Und das führt zu einer großen Optionalität, weil beim Auslaufen der Mietverträge hat man da sicherlich, ich sag mal, ein gutes Blatt auf der Hand, die Mieter auch zu sagen, also in aller Liebe und Freundschaft,
die 1,80, die gibt's nicht mehr jetzt. Und weil die Ausgangsbasis so niedrig ist, ist natürlich das prozentuale Steigerungspotenzial riesig. Den letzten großen Vertrag, den wir verlängert haben, mit dem gleichen Mieter, ohne zu investieren, da haben wir Mietsteigerungen von 68% erzielt. Okay. Und die neue Miete ist erst 2,07 €. Also das ist immer noch sehr, sehr günstig. Wären Sie in Berlin für enteignet worden für die Mietsteigerung? Der zweite große Hebel ist, das sehe ich quasi als Gratis-Option, ist, dass wir haben natürlich riesige Landreserven einfach. Ne? Weil es klar, diese Immobilien, die haben alle Wendekreise für die LKWs, Parkplätze, die gebraucht werden. Da sind unbebaute Flächen, die da noch dabei sind. Das heißt, wir haben ja über 2 Millionen Quadratmeter an Grund und Boden bei etwa 600 Millionen Börsenwert. Das alleine ist ja schon, wenn man das ins Verhältnis setzt, möglicherweise attraktiv. Und bei vielen dieser Grundstücke wird es sicherlich irgendwann mal eine Veränderung geben. Entweder durch uns angegangen oder durch den Nachbarn oder wen auch immer. Und das Gute ist, in der Wertschöpfungskette oder in der Wertigkeit sozusagen, ist Light Industrial ist unten. Also das ist egal, was die Nachnutzung ist, es wird auf jeden Fall wertvoller sein. Und das ist sozusagen eine Gratis-Option, die wir oder auch die Aktionäre logischerweise dann haben. Und das macht die beiden Sachen zusammen, macht die erste Klasse so attraktiv. Mhm. Und der dritte große Hebel nach oben, der liegt eher daran begründet, wie wir das machen. Und das ist ähnlich zur deutschen Konsum. Wir sind hier eben sehr, sehr granular unterwegs. Wir kaufen kleinteilig. Kleinteilig heißt hier 10 Millionen, 15 Millionen, 5 Millionen, so in der Größenordnung. Damit fliegen wir unter dem Radar der großen Fonds. Aber natürlich ist das etwas, was der Privatanleger nicht macht. Ja, der Privatanleger, der kauft sich vielleicht den Stuckaltbau für seine Rente, vielleicht mal ein Bürogebäude, aber nicht die 40.000 Quadratmeter Aluminiumhalle im Rostocker Hafen mit einem Mietvertrag von 3 Jahren, mit einem Mieter, von dem er gar nicht beurteilen kann, wie es dem in 3 Jahren geht. Und das ist so ein bisschen so eine, ich nenne es mal so eine Informations- oder auch Risikometamorphose, die wir da erreichen im Prinzip, indem wir dieses Segment professionell angehen. Also professionell, aber nicht institutionell, ist eigentlich die Zauberformel dabei. Aber insgesamt entsteht eben etwas, was auch institutionell ist, weil eben natürlich auch die deutsche Industrie-REIT ist ein REIT mit all dem, was dazugehört und dementsprechend höchst investierbar aus Anlegersicht. Das heißt, wir haben hier die gleichen Aktionäre von der Art her, internationale Pensionskassen, Lebensversicherung und so weiter. Und auch hier nochmal, Sie haben wieder auch hier gerade die Zahlen veröffentlicht, so ein paar Kernzahlen, damit man das einordnen kann. Das ist im Prinzip das Gleiche in Grün. Auch hier kaufen wir etwa bei 10% Anfangsverzinsung ein. Wir haben ähnliche Refinanzierungskosten, im Ist noch etwas höher bei fast 3%, aber auch in der Neufinanzierung sind wir auch hier bei 1,3, 1,4%. Und es entstehen ähnliche Renditen. Der große Unterschied zu deutschen Konsum ist, dass wir hier massives Mietwachstum generieren können, hoffentlich, also bisher tatsächlich, aber hoffentlich auch in Zukunft. Dafür gehen wir ein höheres Risiko ein, weil natürlich nicht jeder Mieter so solide ist wie der Mieter in der deutschen Konsum. Das muss man auch sehen. Also hier sind wir zyklisch natürlich auch etwas sensitiver als in der deutschen Konsum. Aber wir erzielen auch hier natürlich bei diesen Kennzahlen, also pro forma durchgerechnet, wäre das eine Überraschung, wenn wir dann nicht in Richtung 20% plus Eigenkapitalverzinsung kommen, nachsteuern. Okay, ich habe gesehen, ein Drittel der Mieter oder Dreiviertel der Mieter hälftig sind Logistik und Produktion. Das Deutsche Institut für Wirtschaft prognostiziert gerade eine längere Delle durch die Corona-Krise. Wackelt dann die deutsche Industrie oder ist das bei dem Einstiegslevel irrelevant? Also ja zu allem. Also bei dem auf dem Niveau, wo wir einkaufen, mit den Drittverwendungsmöglichkeiten und dem Mietsteigerungspotenzial, gibt es sogar die Fälle, wo das gut wäre, wenn der Mieter wackeln würde, weil wir das, ob ich dann eben schneller, höher vermieten können. Also ein bisschen absurde Situation, oder nicht absurd, aber ungewöhnlich. Wir werden sicherlich auch Ausfälle bekommen durch Insolvenzen von einzelnen Mietern in den nächsten Jahren. Damit muss man immer rechnen in dem Umfeld. Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass vielleicht nicht durch die Krise ausgelöst, aber durch sie beschleunigt,
also manche Mieter oder viele Mieter oder auch neue Mietinteressenten einfach mehr Flächen nachfragen, weil sie eben jetzt überlegen, dass sozusagen als globaler Konzern Just-in-Time-Delivery überall zu haben vielleicht nicht so smart ist. Also wir vermieten Tausende von Quadratmetern an Lagerhallen und Flächen an bestehende Mieter oder neue, die einfach sagen, wir brauchen jetzt mehr Lagerkapazität. Das war alles ein bisschen zu sehr auf Kante hier, was wir gemacht haben. Ist das eine nachhaltige Trendwende? Ich glaube, dass das nachhaltig ist. In Wirklichkeit haben wir das schon, beobachten wir das seit etwa 18 Monaten. Das ist so ein bisschen, dass die unternehmerischen Entscheider haben sich da Gedanken gemacht, was passiert mit China, Trump, so Handelsbeschränkungen, Probleme in der Logistik und haben allgemein angefangen, sozusagen ein bisschen, also teilweise sogar die Produktion nach Deutschland zurückzuholen. Ich rede nicht von großen Trends, aber es reicht ja, wenn es ein 0,5% ist, weil was das alleine an Flächennachfrage bedeuten würde, das kann der Markt ja gar nicht absorbieren einerseits und andererseits eben einfach um Lagerkapazitäten zu haben, damit ich eben nicht darauf angewiesen bin, dass ein Vorerzeugnis, was heute 4-mal am Tag angeliefert wird, dass das vielleicht nur jeden zweiten Tag angeliefert werden kann und ich nicht deswegen das ganze Werk stilllegen muss. Also die, und ich glaube, die Krise hat das so ein bisschen sozusagen dieses Thema einfach in der Agenda der unternehmerischen Entscheider weiter nach oben geschoben, weil es jetzt eben durch Corona sozusagen brisanter wurde. Und die Corona-Krise an sich wird ja hoffentlich nicht nachhaltig sein, aber ich glaube, dieser Effekt, der wird wenigstens teilweise bleiben und davon profitieren wir einfach. Sie haben einen Börsenwert von 1 Milliarde angepeilt für die deutsche Industrie. Wann sind Sie da? Also, habe ich nicht. Also, sagt der Aktionär, schreibt, Mr. Immobilien hat einmal einen Börsenwert. Genau, es wird einem immer gerne in den Mund gelegt, dass die Milliarde ist irgendwas Magisches anscheinend, was man unbedingt erreichen muss. Das ist die Medaille. Also ich habe da, das ist die nächste Medaille, genau. Ich hätte nichts dagegen und ich halte das auch für sehr realistisch, aber es ist, wir haben jetzt nicht explizit das Ziel, die Milliarde zu erreichen, sondern wir wachsen einfach so, wie wir Objekte vor die Flinte bekommen, die unseren Kriterien entsprechen und werden so schnell wachsen, wie wir können einerseits, aber andererseits auf gar keinen Fall unsere Ankaufsdisziplin und unsere Asset-Management-Disziplin über Bord werfen. Das ist viel wichtiger als die Wachstumsgeschwindigkeit. Aber ich gehe davon aus, dass wir die Milliarde auch erreichen werden. Ja. Wenn Sie jetzt Ihr Geld zur Altersvorsorge in eins der beiden Konstrukte investieren müssten, welches würden Sie wählen? Also die Frage kann ich leicht beantworten. Ich bin an beiden mit knapp 30% mit der Obotritia beteiligt. Und das ist auch ungefähr gleich viel. Insofern ist das etwa 50-50 verteilt. Klar ist, dass die deutsche Industrie durch das Umnutzungspotenzial der Immobilien und durch das Wachstumspotenzial insgesamt wahrscheinlich höhere Renditen erzielen wird als die deutsche Konsum, allerdings zu einem höheren Risiko, während die deutsche Konsum eben mit einem viel geringeren Risiko sehr stabile Renditen erzielt. Und was davon am Ende risikoadjustiert die bessere sozusagen Investition wäre, das ist offen. Für mich hält sich das hier vage und deswegen, wie gesagt, wir sind etwa hälftig jeweils allokiert. Also die höhere Kursfantasie wäre aber doch bei der deutschen Industrie, oder? Wahrscheinlich schon. Das muss am Ende jeder Anleger für sich selbst entscheiden, aber Kursfantasie ist ja nur das eine. Man muss ja jede Investition nicht nur nach Steigerungspotenzial beurteilen, sondern auch nach Risiko, was man eingehen muss dafür. Das Potenzial und das Risiko ist meines Erachtens jeweils höher bei der Industrie als bei der deutschen Konsum. Also wenn man jetzt heute investiert und 20 Jahre nicht draufschaut, ist wahrscheinlich die deutsche Industrie das attraktivere Investment. Ich sag mal, für den, der wirklich vielleicht eher so Investment-Connoisseur ist und sich überlegt, welche Cashflow-Verzinsungen man eigentlich bei deutschen Konsum bekommt, mit welchem überschaubaren Risiko, der findet möglicherweise die deutsche Konsum für attraktiver, weil das geringe Risiko sollte ja auch heißen, dass der Aktienmarkt das anders preisen müsste. Und wenn er das tut, führt dieses Re-Rating der Aktie dann aber auch zu sehr starken positiven Renditen. Das heißt, das ist ja, je nachdem, wie der Markt sich bewegt, es ist ja nicht immer der Wachstumswert, der die höhere Rendite erzielt, sondern wenn sozusagen ein, in Anführungszeichen, langweiligeres Investment vom Markt neu bepreist wird, kann das durchaus sehr spannend und auch sehr, sehr dramatisch spannend sein, im positiven Sinne. Apropos Fantasie, die derzeitige Entwicklung an den Börsen, ist da mehr Geschichte drin oder ist das substanziell gerechtfertigt?
Also ich bin ganz froh, dass ich heute kein Aktienstratege mehr bin, weil in der Tat, ich glaube, auf der einen Seite ist klar, dass die dass der Markt so reagiert auf sowohl die fiskalischen Stimuli weltweit als auch auf die monetären Stimuli. Und damit, glaube ich, wurde viel mögliches Risiko aus dem Markt rausgenommen, wovon Aktien als Assetklasse profitieren müssen. Insofern, das darf niemand verwundern, dass die Kurse sich doch relativ zügig, wenn auch nicht vollständig, erholt haben. Auf der anderen Seite wird es hier Bremsspuren geben müssen bei den Unternehmensgewinnen, und auch das muss neu gepreist werden. Insofern, ich glaube, niemand darf sich wundern, wenn es auch wieder Rückschläge gibt auf diesen Niveaus. Aber klar ist auch, dass das, was jetzt passiert, dass das möglicherweise sozusagen der finale Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt, im Sinne von, dass die Jahrzehnte der Stimuli jetzt tatsächlich dann am Ende vielleicht doch zur Inflation führen, was wiederum natürlich für die realen Assets von Vorteil wäre. Also wir haben hier verschiedene Kräfte, die am Aktienmarkt zehren, und da gibt es positive und negative davon. Insofern die Skeptiker, die sagen, das kann alles nicht sein, das ist alles völlig ungerechtfertigt. Ich glaube, die machen sich das Leben zu einfach. Aber gleichzeitig muss jedem Bullen klar sein, dass die Unternehmensgewinne mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit fallen werden in wenigstens Teilbereichen. Und das kann den Markt auch durchaus gut durchschütteln. Das kann auch zu großen Rotationen natürlich am Aktienmarkt führen, sowohl von Stilen her als auch Einzelwerten und Sektoren sowieso. Und das Inflationsrisiko, halten Sie das für hoch oder nicht? Also auf jeden Fall so höher als vor einem Jahr. Ich glaube, das ist, ob höher heißt weniger klein, das bleibt noch zu beurteilen. Aber ich glaube, dass jetzt die so sehr die Regierungen auch das Geld werfen, was bisher vor allem die Zentralbanken geworfen haben, das muss ja irgendwann bezahlt werden. So bezahlen wir jetzt über neue Schulden. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall damit Druck am Ende des Tages ja auf das lange Ende der Zinskurve. Der Druck ist, für meinen Geschmack, ist der erstaunlich gering, wenn man mal ehrlich ist, was sich hier aufbaut an Potenzial. Und die große Frage ist eben, wie lange werden auch die Zentralbanken den Zins unten festhalten. Wenn sie ihn unten festhalten, wird das dazu führen, dass wir die sogenannten Carry Trades auf der Zinskurve weitersehen. Das heißt, man wird sich kurzes Geld leihen können. Der Finanzsektor kann ja zum großen Teil direkt, die Banken direkt und andere mittelbar, das macht am Ende keinen Unterschied, sich hier Geld beschaffen, was sie ans lange Ende anlegen können. Die Regulierung erlaubt einem das quasi ohne Einsatz von Eigenkapital, was absurd ist, aber so ist es eben. Und das führt dazu, dass die Zinskurve festgehalten wird. Und solange wie das so ist, wird wahrscheinlich auch das lange Ende der Zinskurve, sprich die Anleihen, niedrige Zinsen haben, als man vielleicht sonst sehen würde. Was bedeutet das, wenn die Inflationsgefahren zurückkommen? Und irgendwann müssen sie sehr wahrscheinlich, führt das dazu, dass das lange Ende nominal zu niedrig ist. Und das heißt ja nichts anderes, als dass wir hier auch günstigere Realzinsen haben, als wir in Anführungszeichen eigentlich verdienen in der Volkswirtschaft. Das ist erstmal positiv, weil es ja auch in Investitionen ankurbeln sollte in der Theorie. Tut es vielleicht auch, aber dummerweise eher in den Finanzassets als in realen Assets, was kleine Haken ist an diesen politischen Pirouetten. Aber das führt auch dazu, dass eben gerade deswegen reale Assets wie Aktien und Immobilien durchaus einen Rückenwind haben. Und das ist ein Effekt, den man hier nicht vernachlässigen sollte bei aller Skepsis, die immer angebracht ist. Nochmal zu den realen Assets. Wann gibt es die deutsche Office REIT? Gibt's ja schon. Die heißt Altria. Ne? Also okay, schlecht informiert. Die Kollegen machen das ja. Insofern, da gibt es für uns keinen Handlungsbedarf. Gut. Also Sie nicht. Lassen Sie uns noch mal ein Stück von der Immobilie weggehen zum Schluss. Ein anderes, von Hobby kann man nicht sprechen, aber Sie haben ja, habe ich gelesen, um die 50 Beteiligungen in Start-ups ungefähr. Ist das richtig? Mhm. Wissen Sie überhaupt, wie viel Beteiligung in Firmen und Geschäftsführerposten Sie aktuell haben? Das klingt jetzt unseriös, aber die Tatsache ist, nein, das weiß ich nicht, weil natürlich viele Zweckgesellschaften dabei sind, die, was einfach nur eine Formsache ist, dass man da Geschäftsführer ist. Aber wie ist eine ehrliche Antwort? Investieren Sie eigentlich auch in PropTechs? Ja.
was sind die spannendsten Ansätze? Wird das Immobiliengeschäft irgendwann revolutioniert werden? Sind PropTechs der Hebel? Also vielleicht zum Hintergrund, also wir investieren eigentlich in vier Arten von Startups. PropTechs ist das eine, dann haben wir die Fintechs. Bei PropTechs ist die Idee, dass wir sagen, wir sind in der Immobilienbranche, wir können wenigstens so tun, als wenn wir in Teilbereichen Ahnung hätten. Das müsste uns so eigentlich einen Vorteil verschaffen, da was zu machen. Bei Fintechs ist es ähnlich. Und dann investieren wir auch sehr viel in so Nachhaltigkeitsthemen, so Green Techs und so weiter. Und der vierte Topf sind eher so Sondersituationen. Also im PropTech-Bereich, ich persönlich bin einerseits sehr, sehr bullisch, sonst würden wir es ja nicht machen und da auch investieren. Andererseits, glaube ich, bin ich da auch skeptischer als so mancher, der sich da beteiligt an den diversen PropTechs. Weil am Ende ist es so, wenn das Dach undicht ist, kriege ich das nicht mit einem Klick auf der App gelöst. Da muss physisch einer hin am Ende. Die Frage ist, wie sehr ich wirklich das Produkt des Wohnens oder des Mietens oder die Lagerhalle, Büro, was auch immer, wie ich das wirklich sozusagen durch Technologie revolutionieren und disruptieren kann. Das ist ja ein fundamentaler Unterschied. Das ist ja, wenn ich jetzt online einkaufe, statt physisch einzukaufen, dann disruptiere ich damit eine Branche möglicherweise. Teilweise in dem Fall. Aber ich kann das Wohnen an sich ja nicht digitalisieren. Ich kann ja nur Teilbereiche davon digitalisieren. Ich kann jetzt den Mietvertragsabschluss irgendwie digitalisieren oder disruptieren. Ich kann Nebenkostenabrechnungen verbessern. Ich kann vielleicht die sehr viel im Hardware-Bereich machen, Smart Home, Heizungssteuerung etc. pp. Da kann man sehr viel machen, aber die Frage ist, aus Nutzersicht, wie stark bewegt das am Ende eigentlich die Nadel für das eigentliche Produkt? Ja, also wenn ich jetzt als Beispiel als Mieter, ich habe eine Wohnung, die finde ich total super von der Lage und vom Ausblick und an der Heizung, da ist ein Knopf, den muss ich drehen und ich habe eine andere Wohnung, die gefällt mir zwar nicht, aber da kriege ich alles digital über mein Smartphone hin, dass ich die Heizung steuere, wenn ich im Urlaub bin. Welche Wohnung will ich nehmen? Also vielleicht bin ich da zu altmodisch, aber ich würde die Wohnung nehmen, die ich als Wohnung besser finde, nicht die, die die intelligente Heizungssteuerung hat als Beispiel. Das heißt, wir reden hier, also die meisten PropTechs sind einerseits, sag ich mal, leider, die kratzen an der Oberfläche. Das ist nicht Pflichtprogramm, das ist Kür. Das ist sozusagen der große Gegenwind. Der Vorteil da an den PropTechs ist, dass sie teilweise sehr spezifische Nischenprobleme lösen. Also, und wenn ich die löse und sie wirklich nachhaltig lösen kann, dann habe ich da möglicherweise einen sehr einfachen Markt, den ich erobern kann. Weil wenn ich etwas besser kann oder ein Problem besser lösen kann als im Status quo, dann brauche ich nur eine Handvoll von Wohnungsunternehmen als Beispiel anzurufen und sagen, hier, das Problem habt ihr, wir lösen es und dann sind meine Marketingkosten quasi null und ich habe eben dann sehr schnell auch den Hebel nach oben. Das macht die Attraktivität von vielen PropTechs aus. Ich muss eben nicht große Fernseh-TV-Kampagnen fahren, wenn ich jetzt irgendwas entwickelt habe. Ich muss fünf Leute anrufen. Ja? Gut, ich muss die Telefonnummern haben, die müssen rangehen, muss den Termin kriegen, muss überzeugen und so weiter. Aber dem Grunde nach ist das sozusagen, wenn man ein spitzes Problem gelöst hat, kann man dann entsprechend auch hohe Renditen erzielen damit. Das ist macht die Attraktion aus, der PropTech. Und was fehlt? Gäbe es ein Killer-PropTech? Irgendwas, was alles zusammenbindet, was ein neues Geschäftsmodell entwickelt? Vielleicht gibt's das. Mir ist keins bekannt. Also wenn ich das wüsste, würde man da sofort investieren natürlich, aber ich... mir fehlt auch die Fantasie, was da sein könnte. Würden Sie Stand heute nochmal den Analystenplatz verlassen, um in die Immobilie zu gehen, oder würden Sie eine VC-Firma hochziehen und auf das Einhorn ausbrüten, sozusagen das Unicorn? Nein, ich glaube, ich würde wieder in die Immobilienbranche wechseln. Gut, jetzt mache ich auch so beides ein bisschen, aber der Schwerpunkt ist natürlich die Immobilienbranche. Das ist die... Ich sehe einfach nach wie vor die Ineffizienzen und die Intransparenzen am Markt und sozusagen das Zusammenspiel von Rendite von Investitionen und Kapitalkosten, das ist dem Grunde nach trivial, aber es ist sehr, sehr schlecht umgesetzt, also zumindest in Deutschland und vor allem auch in der Immobilienbranche. Und da sehe ich eben große, große Möglichkeiten, das zu verbessern, was zu deutlichen Wertsteigerungen eben für das führt, was man da tut.
Und das reizt mich als Thema einfach. Aber Herr Egidi, jetzt mal so abrundend, ja, das Manager-Magazin schätzt Sie auf 300 Millionen Vermögen. Sie dementieren, sagen es weniger, lassen wir es mal bei 299. Mein Gott, ja, warum stehen Sie früh morgens noch auf? Das Leben könnte auch viel entspannter sein. Also auch 299 ist deutlichst zu hoch gegriffen. Also wer immer die Zahlen ausgerechnet hat, hat offensichtlich Leverage in Minderheiten nicht berücksichtigt. Okay. Also dass die Zahl stimmt nicht annähernd, also nicht mal von der Dimension. Aber das ist auch kein Unterschied. Mich reizt die Arbeit, mich reizt das Finden von neuen Opportunitäten. Ich finde es unheimlich spannend, was wir mit der deutschen Konsum und der deutschen Industrie REIT jeweils aufgebaut haben und was da noch für Möglichkeiten sind. In beiden Fällen kratzen wir erst an der Oberfläche. Die Art und Weise, wie wir unsere Bank betreiben, ist altmodisch, aber damit ironischerweise innovativ heutzutage. Auch da sehe ich riesige Potenziale. Unser Venture Capital Buch ist sehr spannend, auch wenn wir das eher vielleicht heuristisch da angehen. Insofern, wir haben so viele spannende Themen, die mich reizen, und deswegen stehe ich morgens sehr gerne auf und alles, das ist ja das Schöne, wenn man selbstständig ist. Es macht alles Spaß, weil die Dinge, die einem keinen Spaß machen, die macht man eben nicht. Insofern, auch wenn das sehr divers hier aussieht, was wir tun, auch divers ist, überall ist sehr viel Herzblut von mir drin. Ja. Aber jetzt mal unter uns, da sind Sie sozusagen an der Spitze der Maslow'schen selbstständigen Pyramide sozusagen. Wenn Sie, das ist doch schön. Das ist schön, ja. Die Frage lasse ich mir aus. Aber eigentlich, ich habe eine muss noch sein, Herr EGD, oder zwei eigentlich. Eine muss noch sein. Wir kommen nicht drum rum. Ja. Auf Ihrer Obotritia-Website steht schon oft diskutiert, klein unser Häuflein, wild unser Blut. Was sagt das über Rolf EGD? Das ist auch nicht alles vollständig ernst gemeint, wie immer, aber das ist ja ein Zitat eines Liedes der Fallschirmjäger, und wo ich meinen Wehrdienst auch abgeleistet habe. Und ich finde, das passt sehr gut zur Obotritia, weil auch wir sind klein, mit nicht verrückten Ambitionen, aber größeren Ambitionen als vielleicht die Größe des Teams vermuten lassen würde. Und was mir sozusagen an der falschen Megatruppe immer gefallen hat, ist sozusagen die Agilität und der Chorgeist. Und das ist, was ich auch für uns in Anspruch nehmen würde. Wir sind ein Team. Hier steht jeder für den anderen ein. Und wir sind sehr agil, wir sind flexibel, wir sind sozusagen bereit, auch sehr, sehr schnell, sehr hart zu arbeiten und Dinge zu bewegen, ohne dabei verkrampft zu sein und uns an Konventionen zu halten. Und deswegen fand ich nicht mit hundertprozentiger Ernsthaftigkeit, dass das ein gutes Firmenmotto sein könnte. Das ist eine schöne Devise. Die führt zur allerletzten Frage. Ja, steigt Hansa diese Saison auf? Ja, mich überrascht, dass Sie das jetzt erst fragen. Also ich muss vielleicht für alle, die jetzt zuhören, sagen, wir reden jetzt hier sozusagen, es sind noch drei Spieltage übrig. Insofern ist das eine Hochrisikofrage. Ich kann nur sagen, die Jungs sind gut, die schaffen das. Und falls unerwarteterweise doch nicht, sind Sie dann der Lars Windhorst oder gar der Dietrich Mateschitz für den FC Hansa in der nächsten Saison, dass es endlich mal klappt? Also ich möchte jetzt nichts über andere gesagt haben, aber was ich ausschließen kann, ist, dass ich Hansa Gelder zur Verfügung stellen würde, die irgendwelche sportlichen Erfolge erkaufen können. Also das ist ausgeschlossen. Ich habe immer gesagt, ich engagiere mich, weil sonst die Lichter ausgegangen wären, und ich bin auch noch so lange, wie ich gebraucht werde, dabei, meinetwegen auch sehr, sehr, sehr lange, und bin immer unterstützend da. Wenn was schief geht, bin ich auch da, und das war ja bisher auch so, aber ich würde niemals sportliche Erfolge kaufen, und egal, ob wir noch eine Woche oder eine Dekade in der dritten Liga sein müssen, sozusagen, ich bin da, um zu helfen, aber nicht für mehr. Okay, also klares Signal an die Geschäftsstelle, im Fall des Falls dann doch bei Lars Windhorst anrufen, sozusagen. Also das müssen die wissen, wen die alles anrufen, aber die, ich glaube, die wissen, wofür ich gut bin und wofür nicht, und das muss reichen. Okay, die sportfrei, schönen Dank fürs Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Das war Immobilieros von Immocom mit Rolf Egidi.
Bitte empfehlt uns weiter und folgt uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Deezer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Michael Rücker.